Hallo, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen hier auf dem Kanal Opa spielt bei Opa spielt Minecraft. Heute haben wir den 25. Nee, ist gar nicht wahr. Wir haben den 31. Mai 2018. So, heute ist Fronleichnam. Und wir haben jetzt 20.55 Uhr, also relativ früh, dass ich beginne. Ich möchte auch relativ früh ins Bett. So, wir starten mal Musik im Hintergrund wieder von Derek und Brandon. Derek und Brandon Fichter. One Hour of European Folk Music. Also eine Stunde europäischer Volksmusik. Und jetzt kommt da wieder ein Schlauer und sagt: Opa, Volksmusik und Folkmusik ist nicht das Gleiche. Ja, mag sein, aber es kommt beides aus dem Volk, nicht wahr? Das heißt, eigentlich kommt nur die Folkmusik aus dem Volk. Deswegen kann man das durchaus als Volksmusik bezeichnen. Das andere, was dann da von so von den Kastlu oder Spatzen so gebracht wird, das war vielleicht früher auch mal Folkmusik, dann wird es jetzt aber kommerzialisiert und so weiter, ne? Ihr wisst ja, wenn es einen Markt gibt, dann macht man das auch so. Was wollen wir heute machen? Fronleichnam, hatte ich gesagt. Da werden wir uns mal um Leichen kümmern. Wir haben früher übrigens immer dazu gesagt, Happy Cadaver zu diesem Tag in Hannover an der Uni. Happy Cadaver. Ah, hier ist der Durchgang. So. Das hat natürlich nichts damit zu tun, dass ein Kadaver ist und den Kadaver glücklich macht, ne? Das hat was anderes zu tun. Das hat mit dem Corpus Christi zu tun, so heißt es im Englischen, glaube ich, also der Leib Christi. Und was das genau zu bedeuten hat, gut, das wissen die Leute besser, die in der Religion sehr bewandert sind. Vielleicht habe ich das früher auch mal gelernt, als ich Religionsunterricht hatte, aber inzwischen habe ich das alles vergessen. Müssen die clean, da oben sind die clean Dinger ein. Inzwischen habe ich das alles vergessen und tja, ist halt so. Wir sind ja auch dann nicht mehr in der Kirche, also ich jedenfalls nicht. Was ist das? Kloster und Staub. Ah. So, ja, warum bin ich nicht mehr in der Kirche? Das habe ich schon tausendmal erzählt, ne? Soll ich noch mal erzählen? Ich habe zweimal, habe ich glaube ich, erzählt. Einmal, als ich da im Hotelbau war. Wo ist das Hotel? Hier. Aber da habe ich in die Richtung geguckt. Da stand ich nur weiter oben. Und da habe ich dann mal darüber erzählt, dann noch mal irgendwann. Ich glaube, als ich in einer Mine war, können wir natürlich immer noch machen, dass wir darüber erzählen. Habe ich denn noch genug Fackeln? Nein. Wir wollen heute was Unterirdisches bauen. Ich habe ja nämlich bei der letzten Aufnahme dann irgendwie mir gedacht, du hast ja auch schon andere Sachen schon angefangen, so ewig und dann nicht weitergemacht. Machen wir das doch erstmal, bevor wir irgendwas Neues anfangen. Wir haben jetzt auch Folge 2068, das heißt, nehmen wir mal an, ich werde heute 2 Stunden aufnehmen, was ich nicht weiß, dann sind das 10 Folgen, immer 2078, dann kommt 2088, 2098, also nach 3 Aufnahmen, müsste eigentlich wieder ein Download kommen für euch, nicht wahr? Aber viel haben wir ja nicht gemacht. Wollt ihr denn überhaupt dann wieder einen Download haben? Ihr könnt ja mal hinschreiben, wollt ihr einen Download wieder haben, jetzt bei Folge 2100, so ungefähr, plus minus, ja. Mache ich ja eigentlich immer alle 100 Folgen, aber was habe ich denn gemacht? So viel haben wir gar nicht gemacht, ne? Neues, oder? Ich weiß es nicht. Aber ist auch egal. Wir werden uns jetzt mal darum kümmern, dass wir hier richtig was Neues sozusagen auf die Beine stellen. Wir haben ja unsere schöne Superspitzhacke. Damit können wir das relativ rasch erledigen, denke ich mal. Vielleicht haben wir das Grundgerüst in der heutigen Aufnahme dann schon fertig. Aber das weiß ich natürlich nicht. Ach, und ich wollte auch die Gänge unten noch. Machen wir das doch zuerst, oder? Die Gänge unten anbringen. Anbinden. Also gehen wir mal ganz runter.
gehen wir mal ganz runter. Da können wir natürlich dann hier unseren Schnellaufzug Abzug nehmen. Sonst dauert das ja ewig. So. Und wir haben ja hier auch noch Gänge. Wo sind sie denn jetzt? Hier ist er nicht. Ey. Ich hatte doch da noch Gänge. Waren die jetzt dann da oben? Also gehen wir mal hier rein. War das hier, ne? Ne, auch nicht. Doch, hier sind die Gänge. So, dann geht das hier hoch. Richtig, genau. Und dann haben wir hier noch so Quergänge. Die haben wir uns jetzt nämlich völlig zugebaut. Die müssen wir jetzt hier wieder anschließen. Irgendwie. Mist. So, da haben wir hier schon mal den Gang. Das ist gut. Dann sollte man natürlich hier aus Fackeln. Ich wollte noch Fackeln mitnehmen. Ich habe noch gesagt, ich habe nicht genug. So, das bitte nicht. Dann nehmen wir den Cleanstone. Weil wir das eigentlich für was anderes mitgenommen haben. Oder wir machen hier nicht Cleanstone hin, sondern hier noch so einen Pfosten aus Steinziegeln. Ja. So, was wollte ich erzählen? Wie ich aus der Kirche ausgetreten bin? Interessiert euch das überhaupt noch? Das habe ich doch schon. Aber vielleicht gibt es ja Leute dabei, jetzt neue, die das noch nicht kennen, die Geschichte, wie ich aus der Kirche ausgetreten bin. Also, da fange ich mal an. Das habe ich jetzt, glaube ich, jetzt schon zum dritten Mal erzählt, aber ist auch egal. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Wenn nicht, ja, naja gut, interessiert es euch halt nicht. Aber schauen wir mal. So, hier machen wir mal das hin und dann haben wir hier den Zugang. Ja, hier haben wir natürlich dann auch alles zugebaut und weggebaut. Da müssen wir hier noch so einen Umgang machen, wie der Holländer sagen würde, so einen Umgang dahin. Dass wir dann hier auch hinkommen können. Nicht wahr? Also hier jetzt zum Beispiel dann hier. Hier so ein Umgang hin, also ein Umgang. So, dann sind wir hier. Hier ist ja das Glas, genau. Da kann also nichts passieren. So, dann haben wir das angeschlossen. Da muss ich gleich noch mal neue Fackeln holen. Oder haben wir noch irgendwo Kohle rumliegen? So, hier war die Treppe. Nee. Hier haben wir ja auch noch was liegen. Was ist denn hier noch drin? Gar nichts. Manchmal hängt man in der Tür fest hier. So, hier geht es dann wieder weiter. Da haben wir dann, was ist das? Hat er mit denen aus Versehen dahingesetzt? Sieht so aus. Ich glaube, von da hinten waren wir gekommen, hatten einen aus Versehen hingesetzt, ne? So, hier machen wir dann wieder so einen Umgang hin. So, ich glaube, das ist erstmal okay soweit. Dann haben wir hier unten die Treppe da hoch. Dann machen wir das hier alles eins höher schon, weil wir ja dann sowieso noch höher müssen. Ich muss jetzt trotzdem aufpassen hier mit dem.
Ja, da müssen wir noch einen höher. Da haben wir dann hier unseren Durchgang. Ach, wir können das auch so machen. Ne, so können wir es nicht machen. Da fallen wir da durch. Also machen wir das so und machen das so und werden dann hier erhöhen. Dann haben wir hier unseren. Oh, da ist schon das Höhensystem. Dann haben wir also hier unser Dingenskirchen angeschlossen. Es hakt ein bisschen ab und an. So, es gab ja das Problem, dass einige Aufnahmen nicht ganz synchron waren in der letzten Zeit. Da hatte ich eine Sondervideo gebracht, ja. Und zwar jetzt gerade heute, also am frohen Leichnamstag. Und das haben wir jetzt erstmal soweit fertig. Das ist okay. Hier ist noch ein bisschen duster, glaube ich. Und dann holen wir uns mal Fackeln. Wir können da auch noch einen hin. Hier sowieso. So, dann gehen wir mal hoch. Und machen dann in unserem nächsten Projekt weiter. Es sieht inzwischen schon dunkel aus. Ja, die Folge wird ja eine Doppelfolge. Dann quälen wir uns hier mal hoch. Also der Aufstieg ist dann doch sehr mühsam. Wir müssen dann nachher auch noch, also ob ich es heute schaffe, weiß ich nicht. Irgendwann auf jeden Fall unsere Eisenbahnstrecke von unten nach oben fertig bauen. Stockefinster ist das hier schon. Und es schneit, ach du liebe Zeit. So. Neue Schneedecke, 2 cm vielleicht oder was. So, was haben wir jetzt? Haben wir die ganzen Sachen schon mit, ne? Jetzt haben wir ja schon hier was mit. Wir wollen also erstmal viel ausbauen, ausbaggern und einiges dann auch neu errichten. Da muss ich erstmal sehen. Ich glaube, ich habe das Ding auch zugebaut. Hier in meinem Wahn, wie ich hier das neue Treppenhaus gemacht habe. Beziehungsweise Treppe ist es ja gar nicht mehr. Hey. So, hier sind wir richtig. Ne, hier sind wir falsch. Wir müssen einen hoch. Nein, wir haben nichts zugebaut. Hier ist ja noch alles da. So, wir haben ja vor, hier eine Monsterfarm zu bauen. Die ist allerdings so, wie ich mir das jetzt gedacht habe. Käse. Deswegen mache ich hier mal alles wieder schön zu. Und wir werden sie dann umbauen oder anders gestalten. Ich möchte sie nämlich danach daraus gebaut haben. Hier, das soweit ist schon alles okay, glaube ich. Vielleicht könnte man dann. Ja, nee, das ist in Ordnung hier. Aber wir werden dann hier den. Also ab hier bis hier ist in Ordnung, sage ich mal. Bis hier ist in Ordnung. Dann werden wir das hier umbauen, dass wir hier jetzt. Oder hier. Machen wir das mal hier. Hey, lass mich da rein. Ich will hier raus. So. Dann machen wir mal ein ganz frische Grabungen hier. 3 Meter breit. Diese ist nur 2 Meter breit. Können wir auch 3 Meter machen. Ich habe mir jetzt eben nämlich vor der Aufnahme noch mal kurz angeguckt, wie Iruini das gemacht hat mit seiner Monsterfalle. Das wird ja eine Monsterfalle hier. Wer hat denn das? Wisst ihr vielleicht schon. Jetzt habe ich es verraten. Ich wollte es gar nicht verraten. Aber der ein oder andere hat es sicherlich schon herausbekommen. Dann machen wir also eine Monsterfalle à la Iruini. Dann haben wir auch so ein paar mehr Sachen dann nachher zur Verfügung. Also zum Beispiel, das können wir erstmal alles dicht machen. So.
Da haben wir dann auch dann die ganzen anderen Sachen zur Verfügung, wie zum Beispiel Pfeile. Das könnte man ja von den, oder Knochen besser gesagt, nicht Pfeile, Knochen, vom Knochenmehlhanseln, von den Knochenmehlhanseln da, von den Skeletten, nee, hier war schon richtig. So, da haben wir hier den Boden. Und dann geht das hier noch etwas weiter. Da werden wir dann eine Quelle hinsetzen, je nachdem, wie weit das fließen soll. Und hier gehen wir dann entsprechend noch mal ein bisschen hoch. So, das ganze Ding wird... Boah, ich weiß jetzt gar nicht mal, wie die Größe ist, habe ich mir aufgeschrieben, aber wo machen wir das ganz genau hin? Also, wir brauchen 34 mal 34. Das heißt, ich werde einfach mal Folgendes machen und ich habe mir keine Fackel geholt. So geht das natürlich nicht ohne Fackeln. Das ist ja jetzt schon alle. Also Fackeln braucht der Mensch. Das ist jetzt zum Glück nicht ganz so hoch. Da ist das Gefängnis, aber glaube ich, hier ist ein Weg, richtig. So, die habe ich jetzt mal noch mal mir angeschaut bei Eroini auf seinem Download, auf dem älteren Download, aber ist egal. Da hat er ja nichts dran gemacht, glaube ich. Ich habe den guten Mann schon ewig nicht mehr geguckt. Ist eigentlich eine Schande von mir. Vielleicht finden wir ja auch noch Kohle unterwegs, das heißt, dass wir dann hier unsere Fackeln dann gebrauchen, alle verbraten. Ui, jetzt habe ich aber viele hier, meine Fresse. Okay, das reicht allemal. Jetzt haben wir sogar viel zu viel. Ich werde mal einen Stack Stücke behalten, den Rest schmeiße ich mal weg. Also, da haben wir dann die 43 Stücke weg, dann brauchen wir jetzt die, das hatte ich gesagt, behalte ich, dann brauchen wir das Holz natürlich nicht, Eichenholz, komm her, so, dann Kies und Erde, na gut, da werden wir noch genug von bekommen, tun wir den Kies mal weg, aber da werden wir gleich, die Maus, die zappelt aber, so, okay, und die Erde vielleicht auch gleich nochmal weg. Lehm, nee, Erde ist das, nicht Lehm. Erde war hier alles voll, ne? Nein, war nicht alles voll. Okay, wunderbar. Dann noch ein bisschen Koppel, damit war... Das war, da war alles voll. Nee, da ist auch alles nicht voll. Da haben wir auch noch ein paar Lücken. Okay, füllen wir mal die ganzen Lücken auf. Und jetzt gehen wir runter. Erstmal gehen wir hoch. Und dann gehen wir runter. Und hier müssen wir auch mal was machen. Wie oft habe ich das schon gesagt? Wahrscheinlich recht oft. So. Nun können wir richtig schön ausfackeln. Hier ist jetzt der Eingangsbereich. Und da geht es hier hinten rum dann zum Monsterfalle. Da werden wir also hier irgendwie den Abfluss oder den sammelt mit Trichtern machen wir das dann, also wie die Eroini, so wie Eroini das auch gemacht hat. Nicht der Eroini. Ja doch, in dem Fall ist das richtig, weil es ja nur einen gibt. So, was hatte ich gesagt? Wir müssen also, wenn wir das hier, sagen wir mal, machen wir den
Ach, wir können bis hier alles dicht machen. Das heißt, wir werden also den Raum dann vielleicht hier so anfangen. Na, werde ich mir gleich mal markieren mit dem Kobbel. So, wenn ich dann also hier anfange oder hier, dann sind wir bei 37. Wir müssen also 34 weiter. Dann machen wir mal, wir gehen runter. Dann gehen wir auf 2 und auf 2. Gehen wir mal auf 2, da ist dann der. Ui, das ist aber doch noch eine ganze Ecke. Ja. Oder wir machen hier so einen Fallschacht und gehen sowieso 2 nach oben. Oder 3 nach oben. Wir machen erstmal so einen Fallschacht, dass die da schön runter, jetzt das Kino gerecht runterfallen. Oder wir lassen sie hier reinfallen, ganz einfach, und fangen dann oben an. Ne? Machen wir das mal so. Ja, wir müssen ein bisschen rumprobieren hier, ist klar. Also, dann machen wir hier mal alles weg. Wir werden ja wohl hier keine Lava bekommen oder so. Ja doch, das ist richtig. Wir bauen hier den Fallschacht hin. Das heißt, wir machen bis hier dicht. Füllen dann alles wieder auf, sozusagen. Hier ist dann der Fallschacht. Ich sollte vielleicht mir dann so einen Aufstieg bauen. Den können wir hier mit hinbauen, den Aufstieg. Also eine Treppe halt, nicht wahr? Euch tue ich mal nach oben, euch brauche ich erstmal noch nicht. Vielleicht mache ich die Wände damit. Das können wir natürlich auch gleich mal machen. Also werden schon mal. Naja, ich muss erstmal sehen, wie das ganze Wasser denn fließt. Das ist vielleicht dann sinnvoll. Also dann machen wir hier mal unseren Aufstieg hin. Also eine Art Nottreppe, ja. Zack. So, ja, wie ist es dazu gekommen, dass ich aus der Kirche ausgetreten bin? Das habe ich, glaube ich, schon öfter. Das habe ich einmal, bin ich mir sicher, dass ich erzählt habe. Ich glaube, ich habe es auch noch mal erzählt. Aber wo wir gerade heute frohen Leichnam haben, ist es vielleicht eine ein interessantes Thema. Vielleicht steht ja der ein oder andere auch vor der Frage, ob er aus der Kirche austreten soll. Oder sie. Die Frage kann euch keiner abnehmen. Es ist, oder die Antwort auf die Frage, es ist ein bisschen schon, also wenn man zum Beispiel, wie ich, bin katholisch geboren. Ich habe also ganzen Religionsunterricht alles mitgemacht, damals an der Schule, ne? So, jetzt bauen wir dann hier oben. Hier machen wir dann. Nö, wir haben es. Oder wir wollten es ja hier machen. Ne, das ist also in der Höhe. Das heißt, wir gehen dann da von der Treppe aus oder von dem Aufstieg nach links weiter hier. Da sind wir schon ganz richtig. Und werden dann hier mal den Gang bauen. So, was hatte ich gesagt? Wie weit gehen wir bis zur
bis zu 2, ne, hatte ich gesagt. Machen wir das mal. Gehen wir einfach mal durch bis zu 2. So, doch eine lange Strecke hier. Und habe ich mein Bett dabei oder wie? Zu essen habe ich ja genug. Werden wir hier mal unser Bett aufbauen. Ich glaube, ich kann schon wieder schlafen. Das war dann die erste Folge heute.